Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich heute in dieser Rezension tatsächlich zwei Bücher für euch, denn es handelt sich um zwei Bücher vom selben Autor. Von diesem Autor habe ich euch tatsächlich schon mehrere Bücher gezeigt, und zwar einmal in einem Lesemonat habe ich euch von ihm Strafe gezeigt und in einer von meinen letzten Rezensionen habe ich euch von ihm Karl Thorberg vorgestellt. So, und zwar wissen die meisten jetzt wahrscheinlich schon, um wen es geht, nämlich um Ferdinand von Schirach. Ein Mensch, der Strafverteidiger ist und der so ein bisschen... ja, die Fälle, die er bearbeitet in Büchern, in irgendeiner Form untergebracht hat. Das Ganze natürlich so fiktiv, wie es geht, denn als Strafverteidiger darf er das Ganze natürlich nicht öffentlich machen. Und in allen seinen Büchern steckt in irgendeiner Form ein bisschen was von einer wahren Begebenheit und das macht das Ganze so spannend. Dieser Mann hat einen wahnsinnig präzisen, ernsten, ordentlichen Schreibstil, der mich gerade in seinem ersten Werk, das ich von ihm gelesen hatte, nämlich Strafe, sehr fasziniert hat. Deswegen habe ich gedacht, ich möchte noch ganz, ganz viel von ihm lesen und habe jetzt auch zwei weitere Bücher von ihm beenden können an einem einzelnen Tag. Und zwar waren das Schuld und Tabu. Da das eine ein Roman ist und das andere wieder Kurzgeschichten, fand ich, war das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, euch heute in diesem Video einfach mal zu abstrahieren, was genau mir an welchem Buch gefallen oder auch nicht gefallen hat und warum das der Fall war. Und da tut es sich eigentlich ganz gut. Gut, wenn ich das Ganze im Vergleich mache, weil wir eben hier zwei verschiedene Arten von Büchern haben und ich gerade bei dem einen sehr gespannt war, ob es mir gefallen wird, und deswegen fange ich auch direkt mit dem an, das mir leider nicht so ganz gut gefallen hat, und zwar ist das Tabu. Ja, zu den Randdaten. Tabu von Ferdinand von Schirach ist am 13. Februar 2017 erschienen, hat 256 Seiten, kostet in diesem Taschenbuchformat 10 Euro, ist aus dem BTB Verlag, ist eine Art Drama-Kriminalgeschichte und ich habe es heute gelesen, innerhalb eines Tages. Ja, in Tabu geht es, jetzt muss ich gerade nochmal linsen, um Sebastian von Eschburg. Ja, dieser junge Mann, man lernt ihn am Anfang ganz, ganz intensiv kennen, nämlich seine komplette Kindheit so ein bisschen. Und man merkt schon, okay, da musste ganz, ganz viel durchmachen. Ich spoilere euch jetzt nicht wirklich, wenn ich sage, der verliert seinen Papa, weil der Selbstmord begeht. Und der Junge muss es, ja, das heißt, er muss es mitbekommen, aber er bekommt es natürlich mit. Er findet seinen Vater und das mit halb weggeschossenem Gesicht. Und dementsprechend hat er natürlich ein Trauma fürs Leben, macht aber trotzdem in irgendeiner Form seinen Weg, auch wenn er ganz viel weiter noch durchmachen muss mit dem neuen Mann von seiner Mutter. Und seine Mutter ist halt auch nicht wirklich, ja, die Liebe in Person, sagen wir mal so. Trotzdem geht er so seinen Weg und man merkt eigentlich schon am Anfang an, dass dieser Junge ein bisschen anders denkt als andere oder normale Menschen in irgendeiner Form. Er hat es mit Farben. Also das, wo andere Menschen irgendwie nur weiß sehen, sieht er ganz intensive Farben und alles ist bei ihm in irgendeiner Form ein bisschen anders farbig gestaltet als bei anderen. Er sieht es viel intensiver, er hat auch für jeden Farbton irgendwie eine andere Definition im Kopf. Und auch das Buch ist eigentlich so ein bisschen in Farben aufgegliedert. Also wir haben hier einzelne Kapitel, die... mit Farben überschriftet sind und die dann einen gewissen Teil des Buches quasi in irgendeiner Form beinhalten. Also wir haben hier zum Beispiel am Anfang, jetzt muss ich mal gucken, grün, das ist dann ein gewisser Teil vom Buch und dann kommt die nächste Farbe. Und es wird in irgendeiner Form gesagt, wenn man diese bestimmten Farben mischt, dann sieht man nur noch weiß. Und so ist dann das letzte Kapitel das Weiße, also die letzten quasi der letzte Abschnitt sozusagen ist dann das Weiße, wo dann in irgendeiner Form die Wahrheit aufgedeckt wird und alles für den Leser zum Reinen wird, in irgendeiner Form so. Habe ich mir das vorgestellt. Soll das sein? Wir machen auch tatsächlich irgendwann einen Cut von dem Leben von Eschberg weg. Er ist jetzt irgendwann ein erwachsener Mann und er hat Kunst gelernt und was auch immer. Und hat ein ganz komisches Leben, also es war für mich sehr, sehr verwirrend und in Anbetracht und mancher Dinge auch ein bisschen pervers. Und dann kommt es dazu, dass wir einen kompletten Sichtwechsel, Perspektivwechsel haben, denn wir wechseln zu einem Ermittlerteam. Und dieses Ermittlerteam ermittelt tatsächlich gegen unseren Protagonisten am Anfang, Eschburg. So, wieso das Ganze und warum möchte ich jetzt nicht sagen, weil sonst erzähle ich euch einfach viel zu viel. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass es hier ganz, ganz viel darum geht, was Wahrheit und Wirklichkeit ist. Ist die Wirklichkeit wirklich die Wahrheit? Kann man das Ganze in irgendeiner Form verdrehen? Das ist das, was dieses Buch uns eigentlich in irgendeiner Form sagen will. Und wenn man sich diese zwei Wörter Wahrheit und Wirklichkeit an,
hört und wirklich dann auch darüber nachdenkt, länger, dann merkt man schon, dass das Ganze sehr verwirrend ist und man manchmal dann auch so gar nicht weiß, okay, ist das, was ich sehe, jetzt wirklich real? Ist das wirklich die Wahrheit? Ist das wirklich da? Und man kommt dann wirklich immer weiter in diesen Gedankenstrudel und das Ganze ist eigentlich nur noch verwirrend. Und genau so fühle ich mich leider mit diesem Buch. Denn dieses Buch, auch die Wendungen zum Schluss und wie das Ganze dann ausgeht, war für mich komplett unbefriedigend. Und ich saß dann zum Schluss da und habe mich so gedacht, für was das alles? Wieso? Und was wollte der Protagonist damit bezwecken, mit dem, was hier passiert ist? Also, das war für mich sehr unverständlich. Und ich habe dann zum Schluss da gesessen, ist es vielleicht einfach ein Psychopath, weil ich nicht dahinter gekommen bin. Ich bin mit dem Verhalten des Protagonisten und seinen Charakterzügen nicht so klar gekommen, mit dem, wie er seinen Lebensinhalt füllt und dann eben auch zum Schluss mit diesem Kriminalfall, in dem er angeblich ja jemanden umgebracht haben soll. Ich habe nicht ganz die Gründe verstanden, wieso das Ganze passiert ist. Für alle die, die es schon gelesen haben, die wissen vielleicht, worauf ich aus will, wenn ich sage, worauf ich hinaus will, wenn ich sage, dass ich nicht nachvollziehen kann, warum der Protagonist das gemacht hat, was eben zu diesem, ja, überhaupt zu den Ermittlungen führt, die dann zum Schluss stattfinden. Und das hat mich einfach zum Schluss so ein bisschen verwirrt hinterlassen und ratlos hinterlassen. Ich habe vielleicht auch an manchen Stellen die Handlung nicht so ganz verstanden, weil ich irgendwie nicht dahinter gekommen bin, was denn hier wirklich passiert. Vieles von den Dingen, die hier passieren, sind meiner Meinung nach einfach nur Gedanken oder Halluzinationen von der Hauptfigur. Also es war für mich einfach, ich weiß auch nicht, was der Autor hiermit bezwecken wollte, weil ich war ja sehr präzise Kurzgeschichten von ihm gewohnt und dementsprechend war ich sehr gespannt auf den ersten zusammenhängenden Roman, den ich von ihm dann lesen wollte. Und habe was ganz anderes erwartet und habe dementsprechend etwas bekommen, was ich nie erwartet hätte. Und zwar eine Geschichte, die so vor Verwirrung strotzt, die mit einem Thema spielt, Wahrheit und Wirklichkeit, was den Leser einfach nur ratlos zurücklässt. Und das hat mich leider wirklich, wirklich, wirklich enttäuscht. Deswegen hat das Buch von mir nur 2,6 Punkte erhalten. Weil ich für die meisten Punkte, für die meisten Kritikpunkte, die ich an ein Buch habe, leider nur 2 Sterne geben konnte, nämlich die Plotentwicklung. Ich fand es einfach nicht gut, wie das zum Schluss aufgelöst wurde, weil das für mich keinen Sinn ergeben hat. Mir haben die Beweggründe nicht gefallen oder ich habe die Beweggründe vielleicht auch gar nicht verstanden, die da zugeführt haben, dass eben das passiert, was passiert. Den Schreibstil fand ich wie gewohnt gut. Der hat von mir 4 Punkte bekommen. Einfach auch da ein Punktabzug, weil Ferdinand von Schirach ist, wie gesagt, ein sehr ordentlicher und präziser Schriftsteller, der es wirklich sehr gut schafft, seine Sätze so, ja, wie soll ich das sagen? Sie sind stilistisch sehr, sehr schön gemacht, aber sehr einfach. Und er benutzt nicht diese blumige Sprache. Also es ist kaum Leidenschaft hinter seinen Sätzen. Und das ist das, was mich natürlich an einem Roman schon an mancher Stelle stört, wenn kaum Gefühl rüberkommt. Und dementsprechend musste ich beim Schreibstil da auch einen Punkt abziehen. Ansonsten die Charaktere. Ich kann dafür nicht viele Punkte geben, 2 Punkte. Und die Unterhaltung, ja, sehr unterhalten habe ich mich nicht gefühlt, weil ich die Hälfte des Buches einfach nicht gerafft habe, was passiert. Und deswegen auch hier einfach 2 Punkte. Und die Atmosphäre hat von mir eine 3 bekommen, weil, ja, die war okay. Man hat sich wirklich an mancher Stelle gegruselt. Man wusste nicht so, was ist hier los? Und das muss man ja auch in irgendeiner Form wertschätzen, wenn man sowas fühlt, wenn man ein Buch liest. Aber im Endeffekt waren das Ganze dann nur 2,6 Punkte, weil das für mich ein unverständliches Buch einfach war. Und das hat mir dann mal wieder gezeigt, dass ein Autor, der sehr gute Kurzgeschichten schreibt, noch lange kein Autor ist, der auch gut zusammenhängende Romane oder Geschichten schreiben kann, vor allem in Anbetracht seines Schreibstils, der dafür meiner Meinung nach einfach nicht gemacht ist. Aber wie ich das hier schon am Anfang angekündigt habe, kommen wir jetzt zu einem anderen Buch. Und damit lässt sich eigentlich ganz gut beschreiben, was ich für Probleme mit dem anderen Buch hatte, weil ich jetzt wieder ein Kurzgeschichtenband in der Hand halte. Ja, und ja, jetzt kommen wir auch hier erstmal zu den Randdaten. Schuld, die Stories von Ferdinand von Schirach sind, muss ich mal gucken, ebenfalls am 13. Februar 2017 erschienen, witzig. Das Ganze hat 208 Seiten, ist eben auch aus dem BTB-Verlag und kostet in diesem Format 10 Euro. Und wir halten hier ein Kurzgeschichtenband in der Hand. Also dieses Buch enthält Kurzgeschichten, die alle um das Thema Schuld sich in irgendeiner Form drehen. Und das Ganze hat von mir 4 Punkte bekommen, weil ich hier auch wieder so krass reingezogen war in die Geschichten und es so krass fand, wie manche Geschichten einfach so eine Wendung nehmen und einfach von Dingen erzählen, die man in irgendeiner Form niemals
ja, nachvollziehen kann und wo man sich so denkt, Alter, wie können sich hier manche Leute aus Sachen rausreden oder wo auch Menschen Schuld auf sich nehmen, wo sie irgendwie eigentlich gar nichts getan haben. Ich fand es wieder super, super, super gut. Wo ich aber einen Punkt abziehen muss, ist in manchen Geschichten das Thema. Also es sind ganz, ganz viele richtig krass perverse Geschichten. Und zwar sind das, glaube ich, wirklich so die ersten zwei oder drei, wo es irgendwie nur um sexuelle Übergriffe geht oder auch einfach nur ja, Taten, die in irgendeiner Form mit dem Körper zu tun haben. Und alles ist in irgendeiner Form creepy und wenn man es liest, denkt man sich so, ich meine, das tut natürlich nicht zur Sache, dass die Fälle trotzdem sehr interessant waren und dass man immer im Hintergedanken hat, dass das Ganze in irgendeiner Form wahre Begebenheiten widerspiegelt. Da ist das Ganze dann natürlich so richtig, oh mein Gott, was? Und ich musste dabei wirklich an mancher Stelle wieder mal so ein bisschen schlucken und war dann am Anfang irgendwann auch ein bisschen genervt, als wirklich die dritte Geschichte dann auch wieder um irgendwas Sexuelles gehandelt hatte, habe ich mir dann gedacht, okay, kann jetzt mal was anderes kommen. Und ich muss sagen, dass hier auch eine Geschichte drin war, die mir gar nicht gefallen hat. Deswegen hat das Ganze jetzt 4 und nicht 5 Sterne bekommen. Um das Ganze nur mal zu verdeutlichen, warum ich hier diesem Buch 4 Sterne gebe. Aber ich fand es wieder, auch der Schreibstil hat hier viel besser gepasst. Das ist halt etwas, wenn ich mir jetzt die beiden Bücher nehme und vergleiche das Ganze, ja. Dann haben wir einen Schreibstil, der nicht sehr atmosphärisch ist. Es ist einfach so. Wir haben einen Schreibstil, der nicht sehr leidenschaftlich ist, der dafür sehr einfach, sehr ordentlich, sehr präzise ist und der einfach, ja, einzelne Straftaten wunderbar wiedergeben kann, ohne dass man das Ganze zu emotional sieht, obwohl das natürlich an mancher Stelle, ja, nicht möglich ist, weil viele dieser Sachen einfach so richtig krass sind und man natürlich halt in meinem Hinterkopf hat, dass es wahre Begebenheiten widerspiegelt. So, aber ich hoffe, ihr könnt jetzt nachvollziehen, warum ich so Probleme mit dem Schreibstil in diesem Buch hatte. Denn das ist ja eine zusammenhängende Geschichte und da ist es was ganz anderes, wenn man einen Schreibstil hat, der eben so unleidenschaftlich ist und so einfach und präzise ist, sodass man die Gefühle an manchen Stellen nicht nachvollziehen kann. Und gerade bei einem Thema in die Materie geht, dass man wirklich verwirrt ist an mancher Stelle. Und bei Kurzgeschichten ist das Ganze natürlich was ganz, ganz anderes. Da hat man ja ungefähr 5 bis 10 Seiten, manchmal weniger, manchmal mehr. Und da ist der Schreibstil total passend und das Ganze zieht einen dann auch rein, weil es einfach für diese kurzen Fälle perfekt ist. Ich kann nur überdeutlich machen, dass ich von Schirach sehr, sehr, sehr empfehle. Denn seine Kurzgeschichten sind wirklich wahnsinnig toll. Ich fand Schuld super, ich fand Karl Thorberg toll, ich fand Strafe, sein neuestes, auch wahnsinnig gut. Zudem sein Essayband, Die Würde ist antastbar, bin ich noch am Lesen. Das finde ich auch ein so, so, so gutes Buch. Und ja, ich habe bei Tabu habe ich echt Erwartungen. Ich wusste nicht so genau, was ich von Tabu erwarten soll. Und muss dann auch sagen, dass ich, wie gesagt, ja leider ein bisschen enttäuscht wurde. Dass ich aber glaube, dass der Autor, wenn er bei seinen Kurzgeschichten bleibt, einfach besser beraten ist, weil sein Schreibstil nicht so auf lange Geschichten anpassbar ist. Ich mochte seinen Schreibstil natürlich trotzdem, aber die Geschichte war an manchen Stellen einfach. Ich weiß nicht, ich wusste halt wirklich zum Schluss nicht, was der Autor ja damit bezweckte, diese Geschichte zu schreiben. Also das war für mich ein bisschen unverständlich bei diesem Buch. Ich würde jetzt natürlich wirklich gerne wissen, ob jemand von euch da draußen schon mal mehrere von seinen Büchern gelesen hat und auch dieselbe Meinung oder eben eine andere Meinung dazu hat wie ich. Gerade was seine Romane angeht. Denn ich glaube, er hat ja noch einen, nämlich Der Fall Collini heißt es, glaube ich. Das werde ich mir dann natürlich nicht holen, weil ich mir jetzt so denke, okay, ich habe einen Roman von ihm ausprobiert. Das ist nicht so mein Fall. Deswegen bleibe ich bei seinen Kurzgeschichten. Und ich glaube, ich habe dann auch fast alle durch. Die Würde ist antastbar. Da bekommt ihr natürlich auch noch eine Rezension zu. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr da draußen zu Ferdinand von Schirach sagt. Deswegen spreche ich jetzt mal ganz gezielt die an, die vielleicht schon was von ihm gelesen haben. Habt ihr da ungefähr dieselben Erfahrungen gemacht wie ich, gerade was Roman- und Kurzgeschichtenformen von ihm angeht? Oder wie fandet ihr seine Romane, seine Kurzgeschichten? Da bin ich sehr gespannt drauf. Natürlich auch alle anderen da draußen, die vielleicht noch nichts von ihm gelesen haben. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob euch das angesprochen hat. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!